Moin Moin Freunde, in der heutigen Folge möchte ich hier den rechten Teil des Moduls fertigstellen. Hier einmal mit schwarzen Steinen nochmal die Außenverkleidung soweit auf Höhe bringen. Die Fläche vollständig mit grünen Plates abdecken. Dann einmal hier im schwarzen Bereich die Feldwegoptik herstellen und in den tannfarbenen Bereich, so wie hier bei der Brücke, so eine Kopfsteinpflastermäßige Verkleidung. Auf geht's. How I Built a Medieval Village from Scratch. Episode 16. So, da hinten habe ich schon mal eine stattliche Anzahl von Bäumen, Büschen, Grünzeug in unterschiedlichsten Varianten. Und die sollen dann ja auch hier, jedenfalls teilweise, in dieser Fläche verbaut werden. Für die größeren brauche ich allerdings im Untergrund eine Verankerung, so wie wir das jetzt hier zum Beispiel bei dem gemacht haben. Einfach so ein Technikstein, der da irgendwie quer steht. Und ja, das heißt, ich muss wieder so eine Stellprobe machen, damit ich die Untergrundkonstruktion nicht zu eng setze und wie auch immer. Da muss ich aufpassen. Als erstes werde ich aber erstmal hier das Gelände oder die Geländeumrahmung, die schwarze, hier einmal auf Höhe bringen, dass das schon mal sauber ist, und dann machen wir hier die Fläche grün und dann gucken wir mal, wo wir hier von den Bäumen da was einbauen können. Die schwarze Umrandung ist jetzt auf Höhe gebracht, das passt, da gibt es dann halt nur noch minimale Anpassungen. In der Mitte mit den Fensterrahmen habe ich alles einigermaßen materialschonend aufgedoppelt, und die braunen Stumpen, da sind nachher die Position für die großen Bäume, die im Untergrund verankert werden müssen. So, und dann haben wir ja hier später in der endgültigen Version ein Bauernhaus, was ja hier auch noch so ein bisschen in den Wald, sage ich mal, reinragt, und gedacht ist dann hier zwischen diesen beiden Bäumen hier so die Toreinfahrt zu legen. So, dann haben wir ja hier hinten wollte ich dann den Wald langsam auslaufen lassen, beziehungsweise dann nicht mehr so hohe Bäume setzen, und sag mal da, wo der graue Straßenbelach ist, irgendwo da auf der Ecke hatte ich, glaube ich, noch so einen größeren Baum in der ursprünglichen Planung gehabt. Da würde ich dann eine große Eiche hinsetzen, das ist quasi so die Dorfeiche dann. Aber das ist dann, ja, das dauert noch ein bisschen, bis ich da bin, weil erstmal würde ich die Fläche hier noch schließen und dann wahrscheinlich einmal das ganze Ding hier drehen, damit ich vernünftig arbeiten kann, und dann können wir den hinteren Teil machen. Gut. So, ich werde jetzt hier für die Bäume Befestigungspunkte festlegen, und dann geht das eigentlich nur noch darum, mit Platten und Stein das hier alles soweit stabil zuzubauen. Ich mach mal. Die ersten Bäume sind schon mal platziert. Ich werde jetzt noch mal die restliche Fläche da hinten schließen, noch ein paar Punkte definieren, wo ich Bäume ansetzen kann, und dann, ja, mir fehlen Bäume, unglaublich, aber ich brauche mehr von den ganz großen, und das nur auf diesem kleinen Stück. Oh, oh, oh. Ja gut, ist so, soll ja auch noch was aussehen. Die Lücken sind jetzt alle geschlossen, Geländeprofil steht somit. Ich habe den einen Baum, den ich hier im Untergrund versenken wollte, den habe ich weggenommen. Da werde ich später dann einnehmen, so wie da hinten die Birke, die dann direkt auf dem Gelände aufgenoppt werden kann. Hier kommt ein großer Baum hin, da kommt ein großer Baum hin und hier kommt so ein mittelgroßer Baum hin. Und hier habe ich ja auch noch eine Position, wo
ein Baum im Untergrund versenkt werden kann. Ob das dann nachher die Birke ist, keine Ahnung. Gut, ich werde jetzt noch mal den Weg dekorieren und dann bin ich für heute ehrlich gesagt auch durch. Für heute sind die Bauarbeiten erledigt, aber aus dieser Perspektive kann man, glaube ich, ganz gut das Geländeprofil da hinten nachvollziehen. Der Weg, der ist jetzt auch vollständig verkleidet. Weshalb ich das jetzt hier so gemacht habe, ich habe gedacht, das wären dann die restlichen Steine vom Brückenbau. Die hat man dann einfach auf den Weg gepackt, bisschen flach gestampft, zurechtgerückt. Und dann fängt da hinten der Feldweg wieder an. Die großen Bäume habe ich schon mal platziert. Kommt natürlich noch viel mehr Grünzeug dazwischen. Aber die Dekoration, das machen wir dann vermutlich beim nächsten Mal. Damit bin ich raus. Ciao, ciao.